Das 16 Zoll MacBook Pro wird schon seit Monaten erwartet und es gab auch schon diverse Leaks. Allerdings sind jetzt in der aktuellen macOS Beta einige neue interessante Details aufgetaucht und genau darum soll es in diesem Video gehen. Viel Spaß! An dieser Stelle auch für euch nochmal die Info, das Gewinnspiel zum iPhone 11 Pro ist beendet und der Gewinner wurde auch bereits kontaktiert, allerdings gibt es ein neues Gewinnspiel und zwar dieses Mal für ein iPhone 11. Alles, was ihr dafür tun müsst und wie ihr teilnehmen könnt und so, das erfahrt ihr aber wie immer am Ende vom Video, also bleibt bis dahin auf jeden Fall dran. Kommen wir jetzt aber zu dem bisher unveröffentlichten MacBook Pro 16 Zoll. In der aktuellen macOS Beta sind neue Bilddateien aufgetaucht, die zeigen nämlich genau dieses MacBook und das, was daran so erstaunlich ist, dass man auf den ersten Blick gar nicht so viele Unterschiede sieht, denn im Grunde genommen wird es aussehen wie eins der aktuellen MacBooks und das ist auf der einen Seite ziemlich schade, denn es gab einige Hinweise darauf, dass es ein neues Design geben wird, aber auf der anderen Seite weiß man eben jetzt schon, was kommen wird und ist dann später vielleicht auch nicht mehr ganz so enttäuscht. Vergleicht man das Bild von dem vermeintlichen 16 Zoll MacBook Pro mit einem aktuellen 15 Zoll Modell, dann sieht man eben, dass das Gehäuse im Großen und Ganzen von der Form her und von den Kanten unverändert geblieben ist. Allerdings wird es ein bisschen größer, da wir eben auch ein größeres Display haben. Aber interessant ist, dass eben trotzdem die Displayränder auch kleiner werden, als das bei den aktuellen MacBooks der Fall ist. Aber ansonsten wird das Display im Großen und Ganzen wohl ziemlich unverändert bleiben, beziehungsweise die Displayfront, denn natürlich wird das Display mit 16 Zoll etwas größer, sodass man zum Arbeiten mehr Platz hat und da freue ich mich auch schon drauf, aber irgendwie wurde von ziemlich vielen Leuten erwartet, dass man ein MacBook-Design mit abgerundeten Display-Ecken bekommt, so wie man es zum Beispiel auch bei den iPhones und auch iPads hat. Aber das wird wohl nicht kommen. Es wird im Großen und Ganzen eben nur ein normales MacBook Pro, wie wir es vom Design her kennen, nur eben mit einem größeren Display und etwas größerem Gehäuse. Was ich mir allerdings vorstellen könnte, dass wir beispielsweise mehr USB-C bzw. Thunderbolt 3 Anschlüsse bekommen. In den aktuellen MacBooks sind 4 Stück verbaut. Vielleicht bekommt das 16 Zoll Modell 6 Stück, einfach um sich nochmal mehr als Premium-Gerät abzuheben. Und darüber hinaus wird es wohl auch bei der Hardware den einen oder anderen Unterschied geben, vielleicht eine noch stärkere Grafikkarte, vielleicht eine Dual-GPU, also mit doppelter Grafikleistung oder auch einfach ein höher getakteter Prozessor. Denn wer sich etwas erinnern kann, der wird wissen, dass bereits Leaks von einem 96 Watt Netzteil aufgetaucht sind, was beim neuen MacBook Pro beiliegen wird. Und das ist einfach mehr Leistung als bei den aktuellen MacBook-Modellen. Und nur wegen dem Display wird man die definitiv nicht brauchen, weil ganz so groß ist der Unterschied von dem 15 zum 16 Zoll Modell dann vom Display doch nicht. Und als letztes geht es noch um die Tastatur, denn dazu gibt es auch einige Hinweise auf dem Bild und es gab auch schon einige Leaks dazu, was sich verändern wird, denn die Butterfly-Tastatur wird, so wie es aussieht, wieder rausfliegen. Die hat in den letzten Jahren ziemlich viele Probleme gemacht und das ist einfach besser, wenn Apple sich davon verabschiedet und wieder einen Mechanismus verwendet, der nicht ganz so fehleranfällig ist. Aber darüber hinaus gibt es auch noch einen Hinweis zu der Touchbar, denn so wie es aussieht und wie man das auch auf dem Bild in der macOS Beta erkennen kann, wird diese nicht mehr die volle Breite der Tastatur sozusagen belegen, sondern links und rechts wird jeweils Platz für eine Taste sein, sodass links wahrscheinlich wieder eine klassische Escape-Taste verwendet wird und auf der rechten Seite wird wahrscheinlich der Touch-ID-Sensor mit dem Power-Button integriert wieder zu einer größeren klassischen Taste und dazwischen wird dann wahrscheinlich die Touchbar sitzen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welchen Weg Apple da gehen wird und inwieweit sich die Bedienung der Macs damit verändern wird, aber das waren im Großen und Ganzen erstmal die Leaks. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr so von dem MacBook erwartet. Seid ihr enttäuscht oder freut ihr euch trotzdem noch? Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und jetzt kommen wir wie versprochen zu dem iPhone 11 Gewinnspiel. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, ein iPhone 11 in eurer Wunschkonfiguration zu gewinnen. Es wäre cool, wenn ihr meinen Kanal, den Kanal von Jonah Plank und von Rainer Wolf abonniert habt. Der Link dazu jeweils ist unten in der Videobeschreibung, schaut dort also gerne vorbei und schreibt einen Kommentar unter diesem Video, damit wir später auch den Gewinner natürlich auslosen können. Und dann würde ich sagen, allen von euch viel Glück und abonniert den Kanal und schaut ebenfalls beim nächsten Video wieder vorbei. Also bis dahin, ciao!